Plüschalarm im Schlossparkcenter. Am Sonntag begann die Aktion Lebendige Ostern mit niedlichen Gästen aus dem Schweriner Zoo. Eine Glucke samt gerade mal eine Woche alten Küken macht es sich noch bis zum 19. April im extra eingerichteten Ostergehege gemütlich. In dieser Gesellschaft bastelt es sich gleich nochmal so gut. Die bunten Farben landen nicht nur auf Ostereiern. Wahre Kunstwerke schaffen Mutter und Tochter von Traumzauberhex und Body Art. Und am Sonntag war auch eine besondere Dame zu Gast. Fritzi hat ihren eigenen Kopf. Wir haben ihn jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Zoo. Er hat ein paar Leute, mit denen er sehr gut umgehen kann. Das sind aber nicht sehr viele, das sind vielleicht 3-4 Leute. Und er unterscheidet dann ganz genau. Es gibt eben welche, die mag er, und es gibt welche, die mag er nicht. Und so kann man das auch hier sehen. Also Kinder zum Beispiel mag er überhaupt nicht, warum auch immer. Irgendwann muss er mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber bei Erwachsenen kann man normalerweise auch einen Fremden auch auf den Arm setzen. Da macht er eigentlich gar nichts. Aber bei Leuten, die er kennt, und er kennt viele Leute, da unterscheidet er ganz genau, den mag ich und den mag ich nicht. Und wenn er nicht mag, dann sollte man ihm auch nicht so nahe kommen. Während die Center-Gäste anstehen, um ein professionelles Foto mit Fritzi machen zu lassen, beginnt Bruni Maschke eine kleine Führung zu den weiteren flauschigen Gästen. Im ersten Obergeschoss geht es zu den Kaninchen. Oder sind es gar echte Osterhasen? Schließlich haben wir hier in Schwerin die Osterausstellung, Lebendige Ostern im Schlossparkcenter. Und da ist es doch ganz wichtig, mal herauszufinden, wer von den beiden Kaninchen oder der Feldhase der Osterhase sein könnte. Das ist eine spannende Geschichte. Da kann man natürlich lernen, wie Kaninchen leben. Und man kann lernen, wie der Feldhase lebt. Und dann muss man zu einem Schluss kommen. Und den Schluss überlasse ich natürlich den Kindern. Ostershopping im Schlossparkcenter. Bis 19. April finden Führungen, Bastelaktionen und Kinderschminken regelmäßig statt. Beim ausgedehnten Bummeln nicht vergessen, die Love2Shop-App herunterzuladen. Denn diese sammelt automatisch Punkte, solange sie sich im Center aufhalten. Diese können dann für Rabatte eingetauscht werden. Damit der Download und mehr schnell vonstatten gehen, bietet das Schlossparkcenter ab sofort gratis WLAN an.